Yo, was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Detroit Become Human. So, 5. November 2038, wir haben es fast 10 Uhr morgens. Und wir spielen jetzt mit Marcus. Cool, I like that. Leg das Paket ab. Dann. Das sieht gut aus. Was ist das hier? Das sind die Androidenvögel? You got to be kidding me. Ist das euer Ernst jetzt? Okay. Das sind Androidenvögel. Ja, ich denke, ich habe schon alles gesehen. Ah, automatische Tür, sehr gut. Bring das Tablett zum Esstisch. Geiler TV. Und wir landen in Portugal, oder auch nicht. Oh, guck, Leute, das hier ist keine Giraffe. Das habe ich gelernt von Matt Hardy. Das ist George Washington. Wirklich, das ist keine Giraffe, das ist George Washington. Nur glaube ich nicht, dass er so reden kann wie George Washington. Oder George? Warte, George. Da. Okay, er spricht nicht mit mir. Die Treppe komme ich nicht hoch. Sehe ich das richtig? Richtig. Gibt es hier noch irgendwas zu tun? Ah, wir können ja ein bisschen was lesen. Century. Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Okay, wegen der Mineralien tief im Erdboden. Weil die tief im Eis verborgen sind, so rum. Egal. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, ich hab keinen Bock, jedes Mal zu lesen. Wir gehen mal die Treppe hoch. Dum, 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 dum. Okay. Genau da, wo ich hingehen wollte. Guten Morgen, Carl. Sorry. Guten Ah, Morgen. Carl, bist Es ist du? 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben.
Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Was macht er denn da? Ich habe keine Ahnung. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Und auch getreten, weil man nicht vergessen. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Upsies. Ja, fast vergessen. Was machen wir jetzt? Ich habe gerade keine Bewegung, wie Bewegung hier funktioniert. Hä? Ich hänge gerade irgendwie fest mit der Steuerung. Warte mal ganz kurz. Hä? Ja, mein Controller ist noch leicht kaputt, deswegen. Ist gerade so ein bisschen nicht ganz so einfach. Mein Controller ist echt komplett im Arsch. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Hm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Wer ist Leo? Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Beantwortet aber immer noch nicht meine Frage, wer zur Hölle Leo ist. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, Karl. Kümmere ich um K, was machen wir denn jetzt? Okay, da hinten ist was. Yeah, das ist genial, was wir tun, glaube ich. Yeah, we do exactly that. Achso, ich hab gedacht, ich kann mich da hinstellen oder so. Spiel Schach. Ich hab keine Ahnung von diesem Spiel.
Ich muss zugeben, ich weiß gar nichts über Schach. Lust auf eine Party Schach? Sicher, ja. Blitzschach. Blitzschach, gerne. Du hast mich vernichtend geschlagen. Ein alter Mann hat es aber auch wirklich nicht leicht gegen eine Maschine. Hätten wir verlieren sollen? Entschuldigen Sie, Karl. Ich dachte, ich soll... Nur keine Sorge, das war schon richtig. Mir ist Demütigung lieber als Mitleid. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Arbeitet er schon an seinem Abgesang? Wäre echt traurig, wenn er das tun würde, irgendwie. Wow. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Warte auf Karls Instruktion. Putze das Studio. Da hinten ist noch was zu tun. Super nice. Dann haben wir da vorne noch was. Warte auf neue Anweisungen. Ich kann gar nichts mehr machen. Okay. Also, was hältst du davon, Marcus? Ich finde es ganz cool, muss ich zugeben. Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Will ich so nicht sagen. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach.
Karls Bild mal, na. Immerhin, glaube ich, die Statue. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt, es geht um Interpretation, Verbesserungen, deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht, das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon, geh an die Leinwand. Okay. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Menschheit, Identität. Verzweiflung, Zweifel, Gefangene. Holy shit. Und wer ist das jetzt? Leo. Ah, jetzt ergibt das alles ein bisschen Sinn. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Verprasst. Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Okay, hier gab es glaube ich auch ein bisschen mehr was zu machen. Ja, okay, du konntest auch mehrere Wege gehen, weil du mehrere Möglichkeiten hattest. Aus dem Herzen mal, an Ruinen, Menschlichkeit. Okay, dann führt das natürlich wieder alles zum ganz anderen Weg. Aber ich sehe die Androiden wirklich mehr als Gefangener. Weil das, was sie machen, ist das wieder pure Sklaverei. Deswegen bin ich jetzt den Weg gegangen, den ich gegangen bin. Muss mal ganz kurz so sagen, so liebe Leute, ich würde mal sagen, mal hier einen Folgenberg bis zum nächsten Part von Detroit Become Human. Bis dahin, haut rein.
Und tschüss. Okay, wir können uns die weltweiten Statistiken mal anschauen. Zweifel ist 28%, das ist das höchste, okay, das ist sehr interessant. Identität haben die meisten gewählt, so wie ich. Ja, okay, was du kopierst, liegt an dir. Gewinn ist 9%, ja, ich hasse es zu verlieren. Schachspielen 25, die Vögel aktivieren 76%. Du konntest also noch irgendwas machen. So, liebe Leute, bis dahin, haut rein und tschüss.